zum Kotzen hier. Nein, ich sterbe hier gleich wieder. Es ist am Anfang. Meine Fresse, Alex, es ist am Anfang. Und oh, was habe ich da denn gemacht? Keine Ahnung. So, ich möchte... Was möchte ich eigentlich? Komm mal her. Das war scheiße. Das ist gut. Was mache ich denn mal weg? Den hier. Das war gut. Der ist auch gut. Okay, das sieht schon ein bisschen besser wieder aus. Wo ist die graue? Rot passt da auch hin. Hier. Nein! Ich hab dich aufgepasst! Fuck! Blau. Joker ist gut. Ja. Ja, das könnte auch klappen. Okay. Gerade noch so ein bisschen gerettet. So, nächste Frage. Achso, ja, dadurch kam es halt praktisch, dass ich dann Hörspielkassetten-Fan wurde. Ich war doch gar nicht richtig fertig mit dem Thema, ne? Und dann habe ich so nach und nach halt auf Flohmärkten auch andere reingekauft. Ich kann mich noch entsinnen, dass ich dann halt auch angefangen habe, Benjamin Blümchen gezielt zu sammeln. Und was war denn so die erste? Also, eine der ersten Reihen, die ich ja noch komplett hatte, war zum Beispiel Knight Rider. Und irgendwann hat dann ein Kumpel von mir halt mich auch an drei Fragezeichen rangeführt. Die sind nach wie vor auch meine Lieblingshörspielreihe. Da gehe ich jetzt ja auch auf zu Live-Auftritten und allen möglichen Kram. Da gibt es ja so viele Sachen von drei Fragezeichen, das ist unglaublich. Da könnte ich einen ganzen Abend mit erzählen. Das kann ich jetzt nicht groß ausschweifen, hier das Thema. Also drei Fragezeichen ist top und auch die alten Gruselkassetten von H.G. Francis, wenn das einigen von euch was sagt, die Neon-Auflage. Ja, das sind so pink und grüne, also pinkfarbene und grüne Kassetten. Und die sind absolut geil. Warte mal, das muss weg. So, ja. Also so fing das dann langsam an, dass ich zum Sammler wurde. Ihr könnt natürlich auch gerne noch weiter haken, wenn euch da noch mehr interessiert, ne? Also tut euch keinen Zwang an, falls ihr wissbegierig seid, fragt einfach. Das sind Themen, da könnte ich gerne drüber quatschen. So, ich habe ein Problem. So. Okay. Wenn ich die lila nehme, dann verbaue ich mir die grüne, ne? Aber der rutscht ja wieder einen runter. Okay. Ah, das ist jetzt gerade schlecht. Komme ich da? Da darf ich gar nicht mehr hin. Ach, fuck. Oh, ich bin schon wieder gleich tot. Och, nö. Das sieht schon wieder richtig schlecht aus, ne? Ach, Mann, ist das zum Kotzen. Pass mal auf, ich könnte hier noch versuchen, grau hinzukriegen. Ja. Blau kriege ich hier nicht hin. Aber grün. Oh, 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 scheiße. Jetzt ist es aber gleich aus. Ich würde gerne die Bombe haben, da komme ich aber nicht ran. Ja. Scheiße. Ah! Ja, das habe ich gar nicht so schnell gesehen. Also passt auf. Wenn ich das jetzt noch hinkriege, ne?
noch eine richtig gute Runde jetzt hinzulegen. Bis zum Ende der Staffel. Ja, der Staffel. Der Session wollte ich eigentlich erst sagen. Da wäre das top. Das wäre richtig top. Oder ich muss mich vielleicht mal ein bisschen anders hinsetzen. Ein bisschen konzentrierter hier. Ich bin hier so ein bisschen hingefläzt in die Ecke. So. Oh, ich bin gerade auf die Maus gekommen, aber es nimmt alles noch auf. Ein Glück, gut. Ja. Ja. Oh, das klang wie eine Katze. Etwas kranke Katze, aber so ein bisschen. Ja, ich werde auch gleich noch eine Frage vorlesen. Ein paar habe ich hier noch. Aber gar nicht mehr so viele. Ah, das kriegen wir aber noch hin. Das kriegen wir noch verarbeitet in dieser Session. So, ja. Was ich kurz sagen kann, eventuell, was heißt eventuell, habe ich schon gemacht. Ich bin dabei, mir ein neues Headset anzuschaffen. Also das hier, was ihr jetzt noch hört, das ist noch das alte, was ich jetzt habe. Das aktuelle, mit dem ich arbeite. Das kann auch gut sein, dass ich damit weiter aufnehmen werde. Aber ich bin momentan so auf dem Trip, dass ich mir ganz gerne ein Nackenbügel-Headset holen möchte. Und zwar ein bisschen aus Bequemlichkeitsgründen. Das Problem ist, es nervt mich halt, sag ich mal so, wenn ich dann ich nehme ja oft morgens auf, weil ich dann halt auch fit bin. Und, ja, wie soll ich das am besten sagen? Man macht sich ja morgens im Bad fertig und so und, dann macht man sich die Haare fertig und es nervt mich halt tierisch, wenn die Haare fertig sind und schick sind und so, dass hinterher, wenn man dann aufnimmt, dann hat man ja ein Headset auf dem Kopf und dann ist dann da hinterher alles verwuselt und man darf sich das dann wieder neu zurechtlegen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber das nervt mich halt. Und so ein Nackenbügel-Headset ist halt das Geile, dass halt, ja, das, wie du schon sagte, der Bügel ist halt im Nacken und die Frisur wird nicht beeinträchtigt. Was ich sehr geil finde. Jetzt ist halt nur die Mission praktisch, die Headset da steckt, jetzt ein Nackenbügel-Headset zu finden mit einer guten Tonqualität. Ich bin mit meinem Headset vom Ton her sehr zufrieden. Und ja. Also deswegen bin ich gerade auf der Suche. Ich habe ja auch schon eins bestellt. Ich muss nur gucken, wie das ist. Und das werde ich dann demnächst mal testen. Vielleicht mache ich irgendwie ein kleines Testvideo. Und dann könnt ihr mir ja sagen, wie das dann ist. Mal sehen, wann das kommen wird. Noch ist das Headset nicht da. Aber das wird dann irgendwie die Tage dann mal aufgenommen werden, denke ich mal. Mal gucken, wie das dann so ist. Wenn ich dann gleich merke, das hört sich scheiße an, dann mache ich gar keine Testaufnahme. Aber vielleicht kommt da was demnächst. Dann habt ihr schon mal gehört. Und dann werden wir sehen, wie das ist. Wenn jetzt einige von euch sagen, ja Alex, dann hol dir doch ein Standmikrofon. Da hast du ja auch kein Problem mit der Frisur. Ist schon richtig, aber ehrlich gesagt bin ich kein Freund von diesen Standmikros. Ich brauche das nicht. Ist mir ehrlich gesagt viel zu, weiß ich nicht, viel zu klobig der ganze Kram und ich brauche das nicht. Und weiß nicht, das klingt mir dann auch schon wieder zu. Also das klingt mir schon so studiomäßig und so. Weiß ich, das, ja, mag ja vielleicht ganz schön sein, wenn man irgendwie mal so. Ja, weiß ich nicht. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein Hörspielprojekt oder so mache, wie mein 999-Abo-Special, da mag das dann aber ganz cool klingen. Aber ich finde, so für ein Let's Play muss das echt nicht sein. Das tut nicht Not. Ja, weiß ich nicht. Und zum anderen ist mir das viel zu viel Technikkram. Also da braucht man ja noch wieder so ein Mischpult, will ich nicht. Ja, doch, eine Art Mischpult braucht man ja schon wieder dazu und. Ach, was hast du alle? Und dann, weiß ich, nee, das ist mir einfach alles viel zu kompliziert, der ganze Scheiß. Also ich finde, so ein Headset ist viel einfacher. Aufsetzen, abnehmen, fertig. Da brauche ich nicht groß rumschrauben und mit der Technik da brauche ich auch nichts einstellen und so viel. Weil da hätte ich auch schon keinen Bock drauf. Dann kann man wieder so viel mit dem Ton einstellen, dann auch Höhen und Tiefen verändern. Das will ich alles gar nicht. Ich will das anschließen und will aufnehmen können und fertig. Also ich habe es lieber einfach gehalten. Genauso mit irgendwelchen Programmen. Viele suchen ja irgendwie Programme, oh, da kann ich noch mehr einstellen, viel geiler. Ich will Programme, wo ich möglichst wenig einstellen kann. Das ist für mich viel, viel besser. Ne, ich brauche das so ein bisschen idiotensicher. Und zwei, drei kleine Einstellungen vornehmen, fertig. Am besten gar nichts einstellen. Und einfach, dass es läuft. Und dann bin ich zufrieden. Dann ist der Alex glücklich. Und deswegen möchte ich halt einfach ein ganz stinknormales Headset haben und jetzt nicht unbedingt ein Standmikrofon. Das brauche ich nicht. Nö, eigentlich nicht. So, ich weiß gar nicht, wie ich auf das ganze Thema jetzt gekommen bin. Ich werde gleich erstmal eine Frage wieder vorlesen. Und dann ist das so. Also wie gesagt, es könnte dann demnächst irgendwie mal kommen, dass vielleicht mal so ein kleines Testvideo kommt, wo ich dann das neue Mikro austeste. Wer weiß. So, ich baue hier richtig Scheiß.
stelle ich jedes Mal wieder fest, ne? Hahaha. Da habe ich ganz schnell gegengewirkt. Habt ihr das gesehen? Und das hat dann noch funktioniert. Vielleicht muss er manchmal einfach nur schnell genug sein. Das kann natürlich auch nochmal helfen. So, nehmen wir den grünen. Ich sagte, wir nehmen den grünen. Ach so. Ja. Mhm. Mhm. Okay. So ist okay. Ja. Ah, das war jetzt doof. Okay, da kann ich noch mit leben. Schade, dass der Joker nicht bei Sternen wirkt, ne? Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Aber dann wäre das auch ein bisschen einfach vielleicht. Ah, Tornado. Okay, komm. Hauen wir das hier weg. Ah, ich dachte, die Herzen gehen vielleicht mit weg, aber das hat nicht so ganz geklappt. Aber es hätte schlimmer ausgehen können, denke ich. Schnappen wir uns mal ein bisschen blau hier. Ungerne eigentlich, dass ich da... Na komm. Machen wir das so. Ja. Grau ist gut für hier. Ja, du willst, dass ich da was hinschmeiß, ne? Ich mach das mal so und hol mir den noch dazu. Ich will den haben. Ja, ganz geil. Ach, ich, für diese Gewichtsverlagerung ist echt zum Kotzen. Ich lese nochmal eine Frage vor, vielleicht hilft das. Okay, ja, ich fasse die beiden nächsten Fragen mal zusammen. Und zwar, wie finde ich die Serie von TKKG und die Filme von TKKG? Also, jetzt geht es nicht um die Hörspielreihe, sondern halt um die Serie und den Film, oder die Filme. Weiß ich gar nicht, ob es mehrere gibt, aber anscheinend schon. Steht nicht, was die Filme, habe ich mir jedenfalls aufgeschrieben, die Filme. Vorweg, die Hörspielreihe TKKG sammle ich natürlich auch. Ich habe auch einige davon. Ich habe die aber als Kind nie wirklich gehört. Weiß ich nicht, ich mochte die nicht so gerne. Ich weiß nicht, woran es lag. Allerdings, jetzt als Erwachsener höre ich da ab und zu mal mehr rein und stelle fest, die sind echt nicht schlecht. Ja, macht schon Spaß, die anzuhören. Aber als Kind habe ich nicht so die Verbindung dazu gehabt. Und ich habe auch nie einen Film dazu gesehen. Auch nie die Serie. Ich kenne die Serie von den fünf Freunden, die alte. Die ist cool. Die mag ich. Oh, scheiße. Aber von TKKG habe ich bisher nie die Serie oder den Film gesehen. Als Hörspielreihe ist es okay. Ja, ist schön. Aber ich kenne halt keine Filme dazu, das muss ich leider so sagen. Auch wenn das jetzt vielleicht einige überraschen wird. Ich kann aber in dem Zusammenhang mal kurz sagen, es gibt ja auch Filme von den drei Fragezeichen. Die sind mittelmäßig. Ich finde sie jetzt nicht wahnsinnig schlecht. Aber auch nicht wahnsinnig gut. Scheiße, ich bin schon wieder gleich tot. Oh, ist das zum Kotzen. Ja. Das ist herrlich. Ach ja, es wird einfach nichts heute. Ja. Also, was ich ganz schön finde im ersten drei Fragezeichen-Film ist, dass zweimal kurz ein Gastauftritt von den tatsächlichen Synchronsprechern im Film dabei war. Und zwar als Schauspieler. Also, man darf ja nicht vergessen, das sind amerikanische Filme. Und im ersten Teil läuft einmal Oliver Rohrbeck, der ja der Sprecher von Justus Jonas in der Hörspielreihe ist, einmal kurz in einem Hotel über den Flur und sagt, guten Morgen. Einfach so stumpf als kleiner, als Cameo-Auftritt. Das finde ich sehr, sehr geil.
Und Andreas Fröhlich, der ja die Stimme von Bob Andrews ist in der Hörspielreihe, der läuft einmal kurz über den Schrottplatz und möchte einen Vogelkäfig, glaube ich, kaufen oder verkaufen, eins von beiden. Und da sieht man ihn einmal kurz. Also das mag ich. Und was ich halt auch schön finde, ist, dass im zweiten Film, da macht ja auch der Chauffeur Morten mit, den es auch in der Serie, also in der Hörspielreihe gibt. Und der hat dann im Deutschen die Synchronstimme von Andreas von der Meden, der halt auch in der Hörspielreihe den Chauffeur spricht. Also da haben sie dann schon so ein paar kleine Sachen eingebaut, damit die deutschen Fans, sag ich mal, auf ihre Kosten kommen und das zu schätzen wissen. Ansonsten haben die Filme ja nicht so viel mit der Hörspielreihe zu tun. Man bedient sich zwar zweier Geschichten, einmal das Gespensterschloss und das heißt dann aber im Film das verfluchte Schloss und die Geisterinsel. Die heißt, glaube ich, auch die Geisterinsel, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube schon. Und das Geheimnis der Geisterinsel heißt der Film dann, glaube ich, ja. Aber so wie die drei Fragezeichen dargestellt sind, stellt man sich die halt einfach nicht vor. Ja, und es passt halt nicht so wirklich. Aber es ist halt ganz nett, dass sie es mal gemacht haben. Und ich glaube auch nicht, dass da noch ein dritter Film von kommen wird. Die Schauspieler dürften mittlerweile auch zu alt sein, glaube ich, dass man jetzt noch da einen weiteren Film mitmachen dürfte, könnte, sein sollte. Und ja. Ich bin ja jetzt nur auf das Thema ausgewichen, weil ich halt zum TKKG-Film nicht so viel sagen kann, weil ich es nicht gesehen habe. Aber ich mag halt die Charaktere eigentlich. Also Klößchen als ewig schokoladenfressender Gymnasiast ist schon ganz cool eigentlich. Und ja, Tarzan alias Tim als Karate-Profi oder ist das überhaupt Karate? Nee, was anderes ist das, ne? Kung-Fu? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas, irgendwie sowas, ne? Irgendwas macht er jedenfalls. Ist auch ganz cool. Was mich immer so ein bisschen genervt hat, war Gabi. Weil die war immer so. Die hat ja immer so ein bisschen die Tierschützerin raushängen lassen. Nicht, dass ich das schlimm finde, um Gottes Willen. Ich mag Tiere und ich bin auch dafür, dass Tiere geschützt werden. Aber sie war halt immer so extrem auf einen Öko-Trip, fand ich so ein bisschen. Also kam mir das immer in der Serie, also in der Hörspielreihe vor. Und ja, irgendwie fand ich das mal ein bisschen komisch. Also Gabi war mir immer zu vernünftig. Sie war halt immer die Stimme der Vernunft, aber nee, sie war mir immer zu positiv eingestellt und wollte alles halt immer ganz genau nach Vorschrift machen und so. Das liegt ja vielleicht auch daran, weil ihr Vater der Kommissar Glockner ist und ja, das weiß ich. Und dann halt Karl der Computer, der alles weiß. Also da haben sie schon die Charaktere abgegriffen, so die Klischee-Charaktere und das passt eigentlich ganz gut. Also es ist schön gemacht. Aber leider kann ich halt zu der Serie und zu den Filmen nichts sagen. Ich schätze mal, dass die Serie halt älter ist als die Filme. Vermute ich jetzt mal ganz stark. Korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liegen sollte. Und ich weiß auch nicht, ob die Filme im Zusammenhang mit der Serie stehen. Ob jetzt vielleicht sogar, dass die gleichen Schauspieler sind. Ich glaube eher... Na, scheiße. Ich glaube eher nicht. Ich baue schon wieder Mist.